Hallo, herzlich willkommen im Arcada Club. Am 16. September 2015 ist es soweit. iOS 9 wird veröffentlicht von Apple. Das hat Apple gestern auf der Keynote bekannt gegeben. Und hier ist mal eine Übersicht der Geräte, die in den Genuss dieses neuen Updates kommen. Einzig und allein das iPad der ersten Generation ist rausgefallen. Ansonsten werden so fast alle Geräte noch unterstützt und kommen in den Genuss dieses neuen tollen Betriebssystems. Und wir wollen heute im Club das schon mal so uns ein bisschen angucken. Ich habe hier nicht die fertige Version, das ist eine sogenannte Beta-Version, also eine Vorab-Version. Da kann sich noch ein bisschen was ändern bis nächste Woche. Aber das, was wir jetzt hier uns angucken können, das ist schon so fast das, was euch dann am 16. September alle erwartet. Und wir gucken uns die ganzen Funktionen mal so ein bisschen an. Ich habe es auch noch nicht lange hier mir angeguckt, deswegen wird es auch für mich noch so eine kleine Entdeckungsreise sein. Aber ich lade euch dazu herzlich ein und dann seht ihr, was es für tolle neue Sachen gibt und was weniger toll ist, aber toll verkündet wurde, denn das zeige ich euch auch. Zunächst einmal, was mir aufgefallen ist, wenn man unter den Einstellungen sich die Schriftgrößen größer gestellt hat, dann hatte man das bislang in vielen Programmen gesehen, dass es eine größere Schrift gibt, aber bei den Fotostreams war das nicht vorhanden und das fand ich immer ein bisschen schade, weil ich eigentlich eine Brille brauche, um das lesen zu können. Und alles andere konnte ich mir groß stellen, E-Mails und so weiter, nur den Fotostream nicht. Und das hat Apple jetzt geändert. Ab jetzt sind die Einstellungen auch hier größer zu sehen und ihr seht das hier. Und wir haben jetzt hier so einen Fotostream und erst einmal hat auch der sich ein wenig verändert, denn bislang hatten wir immer diese Kommentarblasen in dem Fenster, wenn man so ein Bild geöffnet hat. Und dann konnte man seinen Kommentar darunter setzen und den sieht man jetzt erstmal nicht, aber unten ist so eine Leiste hinzugekommen, da steht ein Kommentar und gefällt mir, da kann ich draufdrücken. Ich kann aber auf das Feld Kommentar klicken und dann schiebt sich das Bild so ein bisschen hoch. Seht ihr das? Das Bild wird hochgeschoben, also nicht mehr der Kommentar da einfach so draufgeklatscht. Und dann kann ich hier meinen Kommentar hinzufügen und das Schöne ist, es ist die ganze Zeile gefüllt, also nicht so eine kleine Sprechblase, wie das sonst der Fall war. Und es ist die Schriftart so groß eingestellt, wie man das in den Einstellungen gemacht hat. Ja, wer nicht weiß, wie das geht mit den Einstellungen unter den Bedienungshilfen, kann man diese Schriftart halt einstellen. Also, das ist schon mal eine Neuerung, die auffällt. Und wenn wir jetzt mal die Tastatur einblenden, dann werdet ihr einen kleinen Schock kriegen, denn die sieht auch erstmal ganz anders aus. Hier ist sie. Und wenn ich den ersten Satz groß schreibe und das Wort groß schreibe, dann seht ihr, die Umstelltaste ist jetzt schwarz gekennzeichnet. Aber wenn ich die jetzt abschalte, dann sehe ich auch sofort, dass ich in kleiner Schrift weiterschreibe. Das war bislang nicht der Fall, dass die Buchstaben auf der Tastatur in Kleinschrift angezeigt wurden. Sieht dann erstmal wirklich komisch aus, wenn man das erste Mal benutzt, aber gewöhnt man sich sehr schnell dran. Auf jeden Fall erkennt man, ob man groß oder klein schreibt. Es gibt dann über der Tastatur noch ein paar Sachen, die sind neu hinzugekommen. Also ich kann jetzt mal hier hinschreiben, das ist ein Test. Und dann gucken wir mal, was da oben passiert. Und wir haben hier so einen Pfeil rückwärts. Ich klicke da mal drauf und dann seht ihr, das ist der Rückgängig-Befehl. Damit mache ich das, was ich gerade getippt habe, wieder rückgängig. Also alles das, was quasi auf Computern die Command- und Z-Taste ist. Das ist hier drin und ich kann es auch wiederholen. Dann drücke ich auf den anderen Pfeil, dann kann ich den Text da wieder reinschreiben. Also das ist schon mal eine wirklich tolle Sache, denn früher musste man für so eine sogenannte Undo-Funktion oder einen Schritt zurückgehen, das iPhone oder iPad ja schütteln. Und das klappte also überhaupt nicht. Oder man wurde für verrückt gehalten, wenn man das gemacht hat. Und jetzt ist es hier oben auf diesen Pfeiltasten. Also das finde ich schon mal eine ganz tolle Neuerung. Und daneben ist noch so ein Symbol. Das ist das sogenannte Clipboard. Da kann ich Dinge einfügen, die ich durch irgendetwas kopiert habe. Also auch das ist sehr, sehr praktisch. Wir kommen dazu später noch. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie man hier Sachen markiert und kopiert. Aber das gucken wir uns gleich noch an. Ja, und ihr seht also, da hat sich sonst dann wenig geändert. Man kann das dann abschicken und die Tastatur ist neu, die Schriftgröße ist schön. Also das gefällt schon mal sehr, sehr gut. Ja, dann schauen wir uns das nächste an. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Safari sind und wir surfen hier auf einer Internetseite und ihr wollt jetzt beispielsweise im Fotostream mal schnell nachgucken, ob da ein Kommentar gekommen ist, dann musste man bislang hier die Seite beenden, ging in den Fotostream und hat dann an der entsprechenden Stelle geschaut, was für ein Kommentar gekommen ist und anschließend konnte man wieder zurück auf die Safari-Seite und seine Seite weiterlesen. Das braucht ihr nicht mehr. Wenn ihr jetzt vom linken Bildschirmrand so reinwischt hier, nee, ist der rechte Bildschirmrand, tut mir leid, rechts, also, dann könnt ihr hier die Anwendungen reinholen, die zuletzt ihr hier eingestellt habt. Also in meinem Fall habe ich das eben schon mal ausgewählt, dass es der Fotostream ist. Und ihr seht, ich kann jetzt hier meinen Kommentar hinzufügen und das Programm quasi an der Seitenleiste bedienen und gleichzeitig, jetzt kommen hier so ein paar Nachrichten, gleichzeitig hier aber noch die Webseite sehen.
Und wenn ich hier von oben nach unten wische, dann kann ich die Anwendungen auch ändern. Dann kann ich zum Beispiel sagen, jetzt möchte ich hier mal in das E-Mail-Programm reinschauen und dann kann ich hier zum Beispiel eine E-Mail lesen, die gerade gekommen ist und das ganze E-Mail-Programm bedienen. Wenn ihr ein iPad Air der zweiten Generation habt, dann könnt ihr die Programme sogar gleichzeitig bedienen. Diese Funktion gibt es aber nicht auf allen iPads, nur auf den neuen iPads und iPhones, weil da ein bisschen Rechenkapazität für notwendig ist. Dann kann man wirklich auch zwei Programme gleichzeitig bedienen. So kann ich immer nur umschalten, also entweder hier seitlich in dem Programm oder in dem Programm sein. Das ist die eine Sache. Und dann gibt es noch eine andere Sache, denn man soll hier zum Beispiel, wir versuchen es mal, Videos abspielen können. Das habe ich eben mal versucht, da hat das nicht gut geklappt. Ich mache das jetzt mal. Und während dieses Video abspielt, soll ich eigentlich auf die Home-Taste drücken können und dann bleibt das Video da stehen und das ist mir nicht gelungen. Ich habe das bislang nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich versuche jetzt hier nochmal irgendetwas, aber ich kriege diese Bild-in-Bild-Funktion definitiv nicht hin, die ich eigentlich eine der besten Funktionen fand, aber hier funktioniert sie nicht. Ich weiß nicht, ob die Hersteller dafür noch spezielle Anpassungen an der Webseite machen müssen. Eine sehr traurige Sache, dass es nicht so einfach funktioniert. Aber Achtung, ich habe hier die Vorab-Version, eine Beta-Version. Vielleicht ist genau das hier noch fehlerhaft, funktioniert nicht ganz oder ich mache was falsch. Also warten wir mal ab, was nächsten Mittwoch geht. Aber das Video mal eben hier so zur Seite schieben, ist nicht, habe ich nicht geschafft. Und ich kann es mal Fullscreen machen. Ob ich dann irgendeine Funktion habe? Ja, habe ich tatsächlich. Sehe es gerade auch zum ersten Mal. Ihr seht hier unten in dem Bedienfeld so ein Fenster mit einem schwarzen Viereck, dieses hier. Und tatsächlich habe ich jetzt die Bild-in-Bild-Funktion. Das heißt, ich kann da unten ein Video mir anschauen, das auch überall hinbewegen. Ich kann auf den Homescreen gehen und weiter dieses Video gucken. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Auch größer machen müsste ich es können, ja. Und ich kann dieses Video halt hier überall hinlegen, aber gleichzeitig das iPad weiter bedienen und dann dem Video zuschauen. Tolle Sache, klappt jetzt also scheinbar bei dieser Webseite, aber, und da geht's direkt los, ich nehme mal hier so eine App wie die Tagesschau-App, ja, die habe ich hier drauf und da ist ja auch ein Video drin, nämlich der Livestream und das mache ich jetzt mal, der läuft jetzt hier und hier habe ich diese Schaltfläche leider nicht. Ich versuche jetzt mal hier auf Vollbildmodus zu stellen und guck mal, ob ich es jetzt habe, aber ihr seht, dieses Symbol, was ich eben hatte, ist hier nicht vorhanden. Das bedeutet, die Tagesschau kann ich nicht darüber so zur Seite legen. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die ich eigentlich ja wirklich dann auch benutzen will, wenn ich so eine Fernsehsendung gucken will, dass ich das dann eben auch zur Seite schieben kann. Das ist hier nicht möglich. Meine große Vermutung ist aber, dass man hier nur eine Programmierungsänderung machen muss und dann kann auch das diese App. Wahrscheinlich wird es dafür Updates geben, sobald das iOS raus ist und dann geht es auch hiermit. Aber es ist so, dass es tatsächlich nicht standardmäßig überall geht. Zum Beispiel geht es auch nicht im YouTube-Kanal, da habe ich es auch nicht gefunden. Also wenn ich hier so ein YouTube-Video starte und mache das jetzt hier mal Vollbild, dann gibt es auch hier diese Funktion nicht. Das heißt, auch wenn ich das beende, kann ich eben leider dieses Video hier nicht weiter gucken. Das funktioniert eben nur, wenn die Programmierer das scheinbar in diesen Apps aktiviert haben oder wenn das Video von einer Internetseite kommt. Also, kleine Enttäuschung, sage ich jetzt schon. Die meisten haben sich auf diese Funktion gefreut. Noch finde ich sie nicht so prickelnd umgesetzt. Ja, was dann auch neu ist, ist das Notizenprogramm. Da haben wir uns ja gewundert, warum man plötzlich dieses Notizenprogramm so aufwertet. Aber tatsächlich ist es so, dass hier scheinbar die Funktionalitäten für das iPad Pro schon vorgesehen sind. Und alle, die jetzt denken, oh, das iPad Pro hätte ich gerne mit dem Stift, weil ich möchte auch so Notizen mir machen, dann schaut mal, was hier geht. Das könnt ihr nämlich auch. Wir machen mal hier oben eine neue Notiz auf und wir nennen die mal Test und drücken Enter und dann kann ich hier verschiedene Sachen machen. In der Tastatur, seht ihr, habe ich so neue Symbole eingeblendet bekommen und unter anderem ist hier ganz rechts so eine Linie und ich bekomme dann hier so ein kleines Zeichenbrett und kann mir hier so einen Stift auswählen, so ein Edding zum Beispiel und kann hier Sachen malen. Ja, nun ist mein Malen vor allem mit linker Hand nicht sehr gut. Ja, ich kann es auch wieder wegradieren, also zeichnen kann ich nicht wirklich. Ja, aber ihr seht, ihr könnt hier auch so feine Stifte nehmen und dann schon ganz kleine filigrane Dinge hier malen und kleine Notizen machen. Das geht also schon. Und ihr könnt euch sogar dafür, so bei Amazon gibt es für 1-2 Euro solche Stifte fürs iPad, die nicht eine feine Spitze haben, aber eine ziemlich dicke. Und damit kann man also auch hier so ein bisschen rummalen. Und was auch nett ist, ist hier zum Beispiel das Lineal. Das kann ich mal anklicken, dann habe ich hier tatsächlich so ein Lineal. Ihr seht das hier. Das kann ich hier mit 2 Fingern drehen. Und dann kann ich das hier so hinlegen, festhalten, mit einem Finger hier so eine Linie entlang ziehen. Also das, was man beim iPad Pro gezeigt hat auf der Keynote mit dem Stift,
Das kann man hier halt auch und dann kann ich hier ziemlich witzig eigentlich rummalen und schon so kleine Notizen machen. Wenn ich fertig bin, drücke ich auf Fertig und ihr seht, in diese Notiz wird dieses Bild reinkopiert und die Notizen, die können noch mehr. Ich kann hier auch so eine Einkaufsliste machen. Dann klicke ich hier auf das Symbol mit dem Pfeil und dem Kreis und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, ich muss Milch kaufen und dann muss ich noch ein bisschen Butter kaufen und so weiter und so fort. Und nachher kann ich hier draufklicken und das abhaken, wenn ich das gemacht habe. Die Notizen-App ist also wirklich aufgewertet worden und ich denke mal, das hat man gemacht, damit man auf dem iPad Pro wirklich eine Anwendung hat, wo man mit dem Stift halt viel aufzeichnen kann und viele Sachen machen kann. Ich kann hier auch Fotos hinzufügen aus meiner Mediathek, wähle ich dann einfach aus meinen Aufnahmen irgendwelche Fotos, die ich haben möchte und sage verwenden und dann wird das Foto hier eingefügt, also auch das alles möglich. Ich habe es nur nicht geschafft, das Foto beispielsweise zu verkleinern, es wird wohl irgendwie in dieser Größe, die es hat, da reinkopiert. Ein bisschen merkwürdig. Aber gut, das ist die Notizen-App, die neu ist. Eigentlich ganz nett, kann man schon mitarbeiten. Was ich nicht verstanden habe, und das kann ich jetzt nochmal versuchen, ob ich das mit euch hinkriege. Ich mache das hier mal, dass ich hier mal so ein paar Textzeilen schreibe. Ich tippe hier mal irgendwas rein. Beziehungsweise machen wir was anderes. Wir gehen mal hier in das Safari und wir klauen uns mal kurz einen Text hier bei Spiegel Online, dass wir einfach ein bisschen Text haben. Wir gehen mal hier auf die Top-Meldung. Und holen mal hier und dann können wir mal gucken, ob wir hier mit dem Markieren-Werkzeug klarkommen. Ich halte die Finger mal fest, dann, das kennt ihr ja schon. Dann kommt ja hier so ein Kopierbefehl, mit dem ich hier so einen Abschnitt auswählen kann. Das mache ich hier mal, drücke auf Kopieren und gehe jetzt hier in die Anwendung Notizen. Ihr habt gesehen, ein Doppelklick auf die Home-Taste öffnet diesen Task-Manager, also diesen Bildschirm, mit dem man die Anwendungen wechseln kann und der ist auch neu. Also man hat die jetzt hier ja in so einer Art Fächer und kann dann die Änderungen, die Apps aufrufen, in die man springen möchte. Hier ist es in dem Fall diese App und ich füge das jetzt mal hier hinzu. Also Finger drauf und einsetzen sagen und dann sollte der Text da kommen, da ist er auch. Und den habe ich jetzt hier eingefügt. Und jetzt soll man eigentlich mit zwei Fingern hier eine Markierung machen können. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Wir versuchen es mal. Ich habe es eben nicht geschafft. Ich habe es auch jetzt nicht geschafft. Also, ich mache hier mal so einen Doppelklick rein. Oder ich versuche hier mal die Position an den Anfang zu setzen. Das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ihr seht, ich habe überhaupt keine Auswahlfunktion mehr jetzt hier. Möglicherweise ist das in der Beta-Version jetzt hier einfach kaputt und funktioniert nicht. Aber das, was eigentlich so toll sein soll, dass man mit zwei Fingern so quasi das Ganze als Trackpad benutzen kann, das iPhone, das habe ich eben mal hinbekommen, auch nicht verstanden. Ich mache es jetzt nochmal, jetzt habe ich zwei Finger drauf und jetzt seht ihr, ich kann die Position hier hinsetzen, die Schreibposition, ich hoffe, man kann es überhaupt erkennen. Ich kann mich also jetzt hier auf dem iPad, auf der Fläche da unten, auf der grauen so hinbewegen, aber ich habe es nicht geschafft. Jetzt hier den Anfang, ja gut, das habe ich jetzt geschafft. Also, und dann zieht man das hier so auf, okay. Und dann kann ich hier bis zum Ende und dann habe ich den Bereich markiert. Okay, vielleicht muss man das ein paar Mal üben. Finde ich jetzt nicht so intuitiv, hat mir jetzt auch nicht so Spaß gemacht. Das auszuprobieren macht mich eigentlich verrückt, weil man irgendwo landet. Gut, aber vielleicht wird es noch besser in der Version und vielleicht muss man es einfach auch wirklich üben. Das sind so ein paar Sachen, die man halt wirklich neu lernen muss. Ja, wenn mich von oben nach unten wische, dann kommt die Mitteilungszentrale, die sieht auch ein bisschen anders aus. Ich habe die jetzt in zwei Spalten. Ich habe jetzt links die Sachen und rechts hier meine Widgets, also so Wettersachen, die ich mir da reinbasteln kann und News und die Mitteilungen, die ich hier alle bekomme, die kann ich hier alle reinsetzen. Das war früher auf zwei Bildschirmen getrennt vorhanden und jetzt ist das hier so ein bisschen aufgeräumter in einem Bildschirm. Also wie gesagt, von oben nach unten wischen, dann habt ihr diese Zentrale. Und was neu ist, wenn ich auf den Homescreen gehe, dann kann ich nach links wischen und habe hier die Suche. Da kann ich alles Mögliche suchen. Da kriege ich meine letzten Kontakte angezeigt, meine letzten Programme, die ich geöffnet habe. Also auch ganz nett eigentlich. Ja, und zu guter Letzt ist Siri nochmal im Aussehen verändert worden und wahrscheinlich auch leistungsstärker. Aber erstmal ist es optisch anders. Ich drücke es mal. Ich halte mal die Home-Taste gedrückt. Wie wird morgen das Wetter? Nimm morgen lieber einen Regenschirm okay. mit. Eigentlich sieht diese Anzeige nur ein bisschen bunter aus, ja, und Siri tippt halt die Wörter schon hin, wenn es die erkannt hat. Ich habe jetzt hier keinen großen Unterschied festgestellt, also Siri funktioniert gut und nach wie vor auch so, wie es sein sollte. Nach wie vor hat Siri absolute Probleme mit englischen Wörtern, also es kann einfach keine englische Aussprache, obwohl die englische Aussprache perfekt ist, wenn man das ganze System auf Englisch umstellt, aber ich zeige es zum Beispiel.
Zeig mir spannende Filme. Hier sind einige Thriller. Ja, da kommt dann Thriller und auch so andere Sachen, die kriegt er nicht so richtig gut hin. Und naja, gut. Aber vielleicht lernt Siri ja irgendwann auch mal englische Wörter im Deutschen richtig auszusprechen. Das sind so im Groben die paar Änderungen, die ihm jetzt erstmal direkt auffallen. Es wird unter der Haube noch eine Menge andere Sachen geben, die wir auch vielleicht hier im Club Stück für Stück beleuchten werden, uns angucken werden. Aber Apple hat auch gesagt, dass dieses Update diesmal mehr unter der Haube macht, als optisch irgendwas für den Anwender. Das heißt also, für viele von euch, die nicht wissen, dass man von links nach rechts, von oben nach unten und wie auch immer wischen muss, wird sich erstmal gar nichts ändern, was ja auch nicht schlecht ist. Ihr müsst nichts umlernen, ihr könnt alles das, was ihr bislang gemacht habt, auch weiter benutzen. Im Hintergrund ist eine ganze Menge passiert. Apple hat dafür gesorgt, dass viele Programmfehler entfernt worden sind, dass das System flüssiger und schneller läuft, dass vieles einfach viel, viel besser funktioniert, als es in den alten Versionen war. Da hat Apple heftige Kritik geerntet mit der letzten Version, dass man das einfach zu früh veröffentlicht hat, zu viele Fehler drin waren. Bei euch hat sich das vielleicht mal bemerkbar gemacht, dass die ein oder andere App nicht mehr lief, man das iPad neu starten musste oder sogar von selbst neu gestartet hat. Alles das soll der Vergangenheit angehören und es gibt eben da mehr Änderungen, die wir optisch nicht bemerken, als das sonst üblich ist, denn sonst knallt Apple so wirklich alle neuen Funktionen raus. Das haben sie hier nicht gemacht. Aber die Änderungen, die wir haben, die sind schon ganz nett. Da kann man schon ein paar nette Sachen mitmachen. Ich habe die Video-in-Video-Funktion mir ein bisschen besser vorgestellt. Die enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Auch die Trackpad-Auswahlfunktion fand ich eigentlich ganz gut. Naja, ist nicht so doll. Aber warten wir ab. Es kann sich noch was tun in dieser Woche. Ich habe, wie gesagt, hier die Beta 3. Es gibt wahrscheinlich demnächst noch eine neue Version oder die Golden-Version. So nennt man die. Das ist die Version, die dann quasi auf alle iPads auch überspielt wird. Und dann gucken wir uns das vielleicht nochmal an. Und ich denke, wir werden in den nächsten Wochen hier noch einige Dinge entdecken. Wenn ihr keins dieser Videos verpassen wollt, empfehle ich euch, geht auf YouTube in unseren Arcada-Club-Kanal, abonniert den Kanal oder besucht regelmäßig mal die Seite von uns. www.arcada-club.de, das ist die Webseite des Clubs. Dort werden wir alle Videos, die wir machen, auch zusammenfassen. Findet ihr dort, könnt ihr teilweise auch besser suchen als vielleicht bei YouTube. Ja, und ihr könnt dort auch Kontakt mit uns aufnehmen. Und wir werden dort bekannt geben, wenn wir die erste Live-Sendung starten, denn das haben wir vor, wir werden eine Live-Sendung machen. Irgendwann abends starten wir die. Ihr habt dann die Möglichkeit, per Chat uns Fragen zu stellen und ich versuche euch dann zu helfen und die Dinge zu zeigen. Also, wir gucken mal. Absolute Premiere habe ich noch nie gemacht und vielleicht geht auch alles schief und es klappt nicht, aber ein Versuch ist es wert. Das war's. Weiterhin viel Spaß mit euren Geräten.